Heute gibt es wieder einen Balkan-Klassiker, und zwar einen Karobkuchen. Und falls euch der Begriff nichts sagt, Johannesbrotkernmehl habt ihr sicher schon mal gehört, denn genau das ist die Zutat, die bei uns am Balkan gerne zum Kuchenbacken verwendet wird. Hierzulande sagen wir Karob oder Johannesbrotkernmehl, am Balkan heißt das Ganze Rogač. Und so sieht die Verpackung aus, wenn ihr sie zum Beispiel in Bosnien oder Kroatien in einem Supermarkt findet. Ich kaufe Rogač gerne auf Vorrat, wenn ich im Urlaub bin, weil es doch einige Monate haltbar ist. Und so sieht es aus. Ihr seht, es ist relativ grob gemahlen. Wenn ihr es hierzulande kauft, zum Beispiel online, einen Link findet ihr in der Infobox oder auch im Bio- oder Reformladen, dann ist es relativ fein gemahlen und sieht ein bisschen aus wie Kakao. Übrigens wird es auch gerne als Kakaoersatz verwendet. Im ersten Schritt befettet ihr eure Backform und streut sie mit Mehl aus, damit der Kuchen nicht anklebt. Entfernt das überschüssige Mehl und legt die Form zur Seite, denn jetzt sind die Äpfel an der Reihe. Diese werden geschält und fein gerieben. Weil meine Reibe sehr fein ist und dadurch viel Saft freigesetzt wird, gebe ich die Raspeln in ein Sieb und drücke den überschüssigen Saft heraus, allerdings nur grob. Das heißt, ihr müsst diesen Raspeln jetzt nicht die Seele aus dem Leib quetschen. Danach gibt es eine kurze Pause, um den selbstgepressten Apfelsaft wertzuschätzen, und schon geht's weiter. Jetzt ist der Boden an der Reihe und dafür brauchen wir Ei auf Zimmertemperatur, Zucker und Vanille, und diese Zutaten werden jetzt schaumig gerührt. Wenn die Masse so aussieht, fügt ihr Milch und Öl hinzu. Außerdem füge ich noch etwas Rumaroma hinzu, das ist optional, dann noch etwas Zitronensaft, also wirklich nur ein paar Spritzer, und Zimt. Vermischt Mehl mit Backpulver und fügt es relativ zügig hinzu, das heißt, den Teig nicht zu lange rühren, weil ihr sonst die Luft, die ihr hineingeschlagen habt, wieder kaputt macht. Zum Schluss kommen noch das Karobpulver dazu und die Apfelraspeln. Füllt den Teig in die vorbereitete Backform um, streicht alles schön glatt und jetzt wandert die Backform in den vorgeheizten Ofen. Backt ihn bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Nach dem Backen lasst ihr ihn nur für 5 Minuten auskühlen und danach stecht ihr ihn mehrmals mit einem Zahnstocher oder Schaschlikspieß ein. Danach folgt ein Guss aus warmer Milch. Wartet ein paar Minuten, bis der Boden die Milch komplett aufgesogen hat, und danach könnt ihr euch um das Topping kümmern. Dafür verwende ich nach alter Balkan-Manier eine Schlagcreme mit Vanillegeschmack. Meine türkischen Follower kennen es auch als Creme Shanti. Diese Päckchen gibt es in Bosnien und Kroatien zum Beispiel in allen großen Supermärkten zu kaufen. Und falls ihr das nicht zur Hand habt, dann könnt ihr dieses Päckchen kaufen. Das gibt es nämlich bei uns in allen großen Supermärkten. Einfach diesen klassischen Schlagschaum. Da könnt ihr dann noch etwas gelbe Lebensmittelfarbe und Vanillearoma hinzufügen und dann habt ihr ein ähnliches Ergebnis. Für die Schlagcreme mixt ihr einfach kalte Milch mit dem Inhalt der Päckchen, und zwar so lange, bis ihr eine stabile Creme bekommen habt. Die Alternative zu einem Creme-Topping ist eine Schokoglasur, und wie ihr diese zubereiten könnt, seht ihr im Rezept auf meinem Blog. Verteilt die Creme über den Boden, streicht sie schön glatt, und ich mache es ganz gerne am Ende so, dass ich noch etwas Zartbitterschokolade über den Kuchen reibe. Das ist für mich so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen.
Danach unbedingt für 1 bis 2 Stunden kühl stellen, denn dieser Kuchen schmeckt am besten, wenn er richtig kalt aus dem Kühlschrank kommt. Ist zumindest meine Meinung. Gut verpackt und im Kühlschrank gelagert ist er mindestens 3 bis 4 Tage haltbar und es ist einer der Kuchen, die am zweiten und dritten Tag sogar besser schmecken als frisch zubereitet, finde ich, weil er irgendwie immer saftiger wird. Aber davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen. Und am Ende des Videos, wenn euch dieses Video gefallen hat, noch eine große Bitte von mir. Wenn euch meine Inhalte gefallen, drückt das Glöckchen, damit ihr Benachrichtigungen zu meinen Videos bekommt. Und das ist wichtig auch für alle anderen Creator. Unterstützt uns, damit wir mit unserer Arbeit weitermachen können. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.